Moin Moin, liebe Seniors, liebe Senioritas, liebe Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Wir buddeln fröhlich weiter. Ja, wir buddeln fröhlich weiter. Zack, zack, das klicken wir alles weg. Wir warten jetzt quasi darauf, dass hier oben der Bereich entsteht, wo wir unsere, ja, ich weiß auch nicht genau, was für Workshops ich da reinklatsche, aber das werden wir dann sehen. Schlachter und Küchenleute auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Essen. Ihr seht das schon, wir haben jetzt hier oben 24 Food, 23 Meat. Ich glaube, sie haben gerade eins von den Stachelschweinen eingelagert, aber so wirklich viel ist das halt einfach noch nicht. Brauchen wir noch ein bisschen mehr. Wir haben auch nur eine Pflanze, das ist auch nicht geil. Wir haben gar keine Pflanze mehr, aber Seeds. Ich guck mal ganz kurz, was wir für Seeds haben. Also Farmsamen quasi, damit ich weiß, was wir auf den Farmen einstellen müssen. Oder ob wir da was Neues bekommen. Das ist nämlich immer ein bisschen blöd. Normalerweise kann man sehr genau micromanagen, was auf welcher Farm angebaut wird. Und sollte es theoretisch auch so machen, dass man neben der Farm einen Lagerraum hat, wo nur Samen eingelagert werden, damit der Farmer nicht immer wieder woanders hinlaufen muss, um sich Samen zu holen. Aber das ist alles ein bisschen komplizierter. Und ich habe auf das Micromanagement gerade tatsächlich keinen Bock. Ja, Kotiger, Kieselaufsuppe ist geil. Allerdings muss ich zu meiner Schande gestehen, wir nehmen Tütensuppe. Aber das ist auch okay. Achso, Meeting Hall und Dining Hall kann ich kombinieren oder wie mache ich eine Taverne? Scheiß auf, nicht nerv ich nicht mit den Fragen. Alles gut, Tiny Bear, erkläre ich dir gleich. Wir haben ein Plump Helmet. So, Plump Helmets, das sind die Pilze, die man essen kann. Oder man kann Schnaps draus brauen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, stimmt, das konnte man früher auch einstellen, dass... Früher gab es ich vermisse zwei Menüpunkte tatsächlich. Eins, in dem man einstellen konnte, ja, eine Übersicht einfach. Also quasi das, was man hier oben hat, aber das halt ein bisschen ausführlicher noch. Wo der Wert zum Beispiel der eigenen Festung, ich wollte Fabrik sagen, steht. Und ein Bildschirm, in dem man sagen konnte, was gekocht werden darf und was nicht, was als Nahrung verarbeitet werden darf und was zum Beispiel zum Brauen benutzt werden darf. Bei Plump Helmets ist es egal. Plump Helmets kriegt man den Samen, wenn man daraus Alkohol macht oder wenn man sie kocht oder wenn man sie normal isst. Ich glaube, da kriegt man immer einen Samen, aber ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig. Das kriege ich nicht mehr genau zusammen. Auf jeden Fall fehlt mir überhaupt der Bildschirm, wo ich das einstellen kann. Das, aber ist okay. Es ist der erste, es ist erste Staffel, quasi. Erste Staffel der Steam-Version. Wir werden uns da schon rein dümpeln. Aber das ist halt das Problem. Doch, guck mal hier, Plump Helmet Spawns haben wir sehr viele. Seht ihr das? 35 Stück. Das heißt, wir haben noch 35 Samen, die wir in die Farmen hier oben reinhauen können. Die Frage ist nur, ja, Plump Helmets. Es ist jetzt Winter, Winter ist ausgewählt. Hier wachsen Plump Helmets, da auch. Da, Dimplecups. Also es sollten viele Plump Helmets eigentlich jetzt hier unten entstehen. Aber der Boden ist halt schlecht. Also stand pure Soil. Es kann einfach sein, dass da echt nur Scheiße wächst. Wir könnten theoretisch auch mal eine Farm draußen machen. Aber das möchte ich tatsächlich erst machen, wenn ich hier ein bisschen aufgeräumt habe. Von daher lassen wir das Spiel weiterlaufen. Alles gut. Achso, wie das mit der Taverne läuft. Pass auf, du machst eine Zone. Ja. Habe ich jetzt hier reingezogen, die grüne Zone. Habe hier natürlich davor Dining Hall ausgewählt. Und wenn du in der Dining Hall bist, kannst du hier Plus machen. Und das dann zu einer Zone, zu einer Location machen. Und das habe ich gemacht. Eigentlich ganz einfach. Wenn man weiß, wie es geht, dann ist alles einfach. So. Hier drüben ist jetzt ein Lagerraum fertig. Und den werden wir jetzt benutzen. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich den aufteilen möchte. Wir werden den in drei Teile machen, würde ich sagen. Oder in zwei. Ich mache da erstmal zwei Lagerräume raus. Einmal bis hier. Das wird ein Lagerraum für Furniture, da oben. Möbel. Ja, da soll erstmal nur Möbel hin. Ich gebe den keinen Special-Namen, das macht vielleicht Sinn, aber mache ich jetzt nicht. Und hier machen wir auch einen neuen Lagerraum hin, der müsste dann ja genauso groß sein im Grunde. Da kommen Finished Goods hin, also so Kleinkramzeug, Amulette, Figuren und sowas.
Damit das auch wirklich benutzt wird, lösche ich jetzt die anderen, die wir hier haben. Wir haben hier einmal einen Lagerraum. Den da, den machen wir weg. Den da machen wir auch weg. Das waren so Übergangslösungen. Und den hier draußen machen wir auch weg. Jetzt haben wir hier noch den draußen für Leichen. Aber das alles, was hier draußen liegt, wird jetzt erstmal eingesammelt. Und auch die anderen beiden Lagerräume, die ich jetzt neu gemacht habe, hier unten verteilt, da und da. Da werden unsere Zwerge jetzt erstmal schon eine ganze Menge mit zu tun haben. Chaotica kann keine Knochenbolzen herstellen, weil wir haben keine nicht verrotteten Knochenteile. Holzarmbrüste wurden 10 hergestellt. Das heißt, wir bauen auch gleich mal einen Lagerraum für Waffen. Aber alles zu seiner Zeit. Was machen meine Zwerge? Meine Buddler? Buddeln noch ein bisschen. Das heißt, hier oben gibt es noch zu buddeln? Ja. Nein, hier gibt es noch genug zu buddeln. Wir haben relativ viele Türen, glaube ich, oder? Wir haben noch Türen. Die werde ich jetzt hier auch mal großzügig verteilen, weil Türen sind eine ganz gute Möglichkeit, um den Wert der Festung so ein bisschen zu steigern. Es ist eigentlich jetzt übertrieben, dass hier jeder Arbeitsbereich 4 Türen bekommt, aber es ist halt einfach schön und einheitlich. Deshalb klatschen wir die Türen dahin und dann sind sie aus den Lagerräumen raus, weißt du? Sorry. Genauso hier haben wir noch Platz für, in der Taverne haben wir noch Platz für Tische und so. Also packe ich hier nochmal. Wir haben keine Tische mehr, okay. Aber wir haben noch relativ viele Stühle, glaube ich. Dann gehen wir hin und sagen, bauen, Furniture, Stühle. Da ein Stuhl, da ein Stuhl, da ein Stuhl und da ein Stuhl. Da ein Stuhl und da ein Stuhl, da ein Stuhl und da ein Stuhl. Da ein Stuhl, da ein Stuhl, da ein Stuhl, da ein Stuhl. Und da Stühle. So, da fehlen jetzt auch ein paar Tische. Was machen wir also? Wir gehen rein und sagen unserem Manager jetzt, hey, wir brauchen Tables. Und zwar nehmen wir dann einmal Tables aus Holz, 10 Stück. Und dann nehmen wir nochmal Tables aus Rock. Jetzt habe ich zweimal Wooden Table reingemacht. Ich wollte Rock Tables noch haben. Verpasse ich was? Da sind sie noch. Und nochmal 10 Rock Tables. Und unser Manager, der gute Bier, wird das dann gleich weiterleiten. Und ihr könnt sehen, die Lagerräume hier unten füllen sich jetzt langsam mit den ersten Möbeln. Unter anderem sind da noch die Kleiderschränke, die wir hier noch in den Räumen verteilen wollen. Viele Betten müssten da landen. Und ja, momentan hat jeder Zwerg tatsächlich echt eine Aufgabe und läuft rum. Dass hier vorne jetzt einfach mal gleich ein bisschen aufgeräumt wird, die ganze Chose. Fände ich schon ganz gut. Hier oben der Bereich wird von unseren Buddlern beide ausgebuddelt und momentan läuft alles gut. Ich würde dann nochmal tatsächlich speichern zwischendurch, falls das Spiel nochmal irgendwie abstürzt. Wobei es läuft tatsächlich überraschend stabil, muss ich sagen, bis jetzt. Sehen nur, wir brauchen noch eine Bibliothek für die hergestellten Artefakte als Ausstellungsraum. Ja, das stimmt. Wir brauchen auch noch Tempel. Tempel, Bibliotheken, Schreibstuben. Da geht noch eine ganze Menge. Baracken für die Soldaten, die wir noch nicht haben. Also da geht noch eine ganze Menge. Ja, und Tiny Bear, nee, du musst dir das so vorstellen. Locations ist eine Mechanik, die sind nach Zonen gekommen. Stell dir Locations wie komplizierte Zonen vor, okay? Eine Zone zum Beispiel sagt einfach nur, hier soll etwas Bestimmtes passieren. Ja? Wie holt von da Wasser, schüttet das Wasser dahin. Alle Zonen kenne ich auch nicht. Was ein Dungeon ist zum Beispiel, weiß ich gar nicht genau. Ach so, das sind Gefängniszellen, sind Dungeons. So, Locations sind nochmal ein bisschen anders. Pass auf, eine Dining Hall ist quasi einfach nur ein Esszimmer. Einfach nur stumpf ein Esszimmer. Ja, du hast zum Beispiel selber eine, nicht eine Taverne, aber halt, du hast eine Location hier drüben, eine Zone. Keine Location, sondern eine Zone. Hier in dem Zimmer, hier oben hast du, guck mal, ich zoome mal ein bisschen rein, dann sieht man das besser. Das hier ist dein Schlafzimmer. Das hier oben ist dein Büro. Das ist eine Office-Zone. Das ist neu. Das war früher anders gemacht im Original Dwarf Fortress. Hier funktioniert es so, dass du halt eine Zone über Stuhl und Tisch machst und sagst, das ist ein Büro. Und daneben habe ich eine Zone gemacht mit Tisch und Stuhl und gesagt, das ist deine Dining Hall. Das ist dein Esszimmer. Das ist jetzt ein Zimmer, aber das ist egal. Die beiden Zonen teilen das quasi in zwei verschiedene Bereiche auf. Hier machst du deinen Bürokram und hier darfst du essen und hier unten darfst du schlafen. Das hier drüben, die Zone, ist eine Dining Hall.
Also ist genau dasselbe wie dein Speisezimmer. Oh. Guck mal, das habe ich falsch gemacht. Okay, das haben sie auch aufgesplittet. Das war früher dasselbe. Ich glaube, es ist egal, was du in der Taverne benutzt. Entweder kann es eine Meeting Area oder eine Dining Hall sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Jedenfalls, eine Meeting Area ist eine Zone, wo sich Leute treffen, die gerade nichts zu tun haben. Besucher oder Zwerge, die gerade ja, Freizeit haben, können da hingehen, um da irgendwas zu machen. Da kannst du zum Beispiel einen Tempel bauen oder eine Taverne. Aber erstmal sagst du nur, dass das hier halt ein Bereich ist, wo die Leute hin sollen. Ich habe das als Dining Hall gemacht. Das heißt, die Leute können da hingehen. Und wenn sie keinen eigenen Tisch und keinen eigenen Stuhl haben, könnte ich den auch in ihre Zimmer unten bauen. Dann würden sie halt in ihren eigenen Sachen essen, wenn sie das lieber mögen. Aber jeder Zwerg, der quasi Essen hat und gerade nichts anderes zu tun hat und Hunger hat, geht halt in die Taverne und holt sich dann hier. Also geht in die Meeting Hall bzw. in die Dining Hall und setzt sich dann hier hin und kann essen. So. Und dann klickst du da halt drauf und dann sagst du, das soll eine Location werden. Stell dir einfach mal kurz vor, wir würden die Räumlichkeiten, die ich hier oben baue, sagen wir mal, das hier oben sollte ein Tempel werden. Dann gehe ich hin, sage Meeting Area, klicke das einfach an, dann ist dieser Bereich definiert. Und jetzt sage ich Accept. Und das ist jetzt erstmal, das siehst du an dem Gesicht, erstmal nur was, wo sie sich treffen. Jetzt kann ich aber hingehen und sagen, das soll eine Location werden. Dann klicke ich hier darauf und sage, diese Zone hier soll was Besonderes werden. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, das hier soll ein Tempel werden. Ich klicke hier oben auf Tempel. Und jetzt wird mir hier die Auswahl gestellt, welche Gottheit soll denn verehrt werden? Und dann haben wir hier The Suffering of Lut ist eine Gottheit, beziehungsweise ein Glauben. Es kann beides sein, Glaube oder also man betet entweder eine einzelne Gottheit an oder halt einen Glauben. Das ist ein bisschen, kannst du austauschen. Und du siehst zum Beispiel, dass The Suffering of Lut, so heißt diese Religion, in unserer Zwergenfestung momentan 12 Anhänger hat. Das heißt, ich könnte hier so einen Tempel bauen. Und wenn wir uns jetzt angucken, sehen wir in Lila daneben, wofür diese Gottheit steht oder diese Religion. Und zwar für Folter. Und Misery ist halt Unglück oder traurig sein oder Verderben, sowas, ja. Misery ist das Gegenteil von Happiness quasi, ist Misery. Ja, Traurigkeit würde ich mal, oder. Ja, Bitterheit. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Also das Gegenteil von glücklich sein. Nicht Unglück im Gegensatz von ich würfel immer und ich habe so viel Pech. Also nicht Unglück im Sinne von Pech, sondern halt der Gemütszustand. Wenn man ganz dolle Niedergeschlagenheit. Ja, ich muss jetzt googeln. Ich kurz das an, dass mir das Wort nicht einfällt. Misere, Misery, Deutsch heißt Elend. Genau. Folter und Elend. Ja, also dieser Gott steht für Folter und Elend und 12 meiner Leute, 12 von euch, beten den an. Das sagt schon viel über euch, aber ihr seid ja auch nicht ohne Grund hier. Dann hätten wir die zweite Religion, Zorn Hope Angels, ja, der hat 7 Anhänger. Und der steht für Gnade. Ja, wenn man Gnade mit anderen hat. Dann haben wir da unten noch einen, der steht für Wohlstand und Handel. Dann haben wir einen, der steht für Berge, der hat auch 12 Anhänger. Der steht für Tod und Mord. Ja, und so könntest du jetzt jedem einzelnen dieser Gottheit einen eigenen Tempel basteln. Oder man sagt ganz oben, das ist einfach ein Tempel, da darf jeder rein und seine eigene Gottheit anbeten. Das macht aber tatsächlich einen Unterschied. Jetzt kannst du dir vielleicht denken, ach, ich nehme einfach so einen Tempel, wo alle rein können und beten können und das ist auch okay. Das macht aber die richtigen Hardcore-Anhänger nicht so glücklich. Stell dir vor, du hast Evangelisten und Katholiken und du baust halt eine Kirche, wo beide reingehen dürfen. Ja, das funktioniert, dann haben sie einen Ort, wo sie beten können, aber eigentlich wollen sie einen Ort für sich haben. Genau. So, und das könntest du bei einem Tempel machen. Wenn man das jetzt macht und ich sage mal, das soll ein Tempel werden, dann ist das jetzt ein Tempel. Dann hast du hier dieses komische neue Feld mit der Lupe. Da klickst du drauf und dann siehst du, was dieses
was dieser Tempel braucht. Erstmal hast du hier oben Einstellungen. Du kannst sagen, Gäste sind hier willkommen, Besucher. Du kannst sagen, nur Leute, nur die Bevölkerung, die hier ist und Leute, die schon lange hier wohnen, dürfen da rein. Oder nur Bewohner. Also es gibt den Unterschied. Es gibt Visitors, das sind Leute, die zu Besuch kommen und wieder gehen. Dann gibt es Citizens und Long-Term Residents, das sind Leute, die quasi eingezogen sind, aber noch nicht deine Staatsbürgerschaft haben, sondern Leute, die als Besucher kommen, mehrere Jahre da sind, können dich dann fragen irgendwann, hey, darf ich bleiben? Darf ich einer deiner Leute werden? Das sind dann Long-Term Residents, glaube ich. Oder nur deine eigene Bevölkerung. So. Dann siehst du hier den Wert. Es ist momentan nur ein Schrein, weil das Ding einen Wert von 20 Zwergendollar hat. Ich habe es irgendwo in den Gang gepackt. Da sind keine Statuen, keine Kisten, keine Musikinstrumente. Das Ding hat einen Wert von 20. Es wird die nächste Stufe eines Tempels ab einem Wert von 2000. Das heißt, wenn ich jetzt einen größeren Raum nehme, da vielleicht noch die Wände ausschmück, also die glatt mache, oder da sogar Runen reinritze in die Wände, oder da vielleicht ein Bett reinstellen, das Artefaktenbett, das Team Killer war es, glaube ich, ne, gebastelt hat, dann steigt der Wert des Raumes und der Tempel wird bekannter und steigt in der Stufe auf, was mehr Besucher anlockt, aber vielleicht auch gleichzeitig mehr Leute, die dich ausrauben. Genau, so kannst du dir das vorstellen. Dann steht hier unten noch, du könntest zum Beispiel jetzt einen deiner Zwerge auswählen und sagen, der soll hier im Tempel bitte performen. Wir haben jetzt, glaube ich, hier keine großen Musiker oder sowas, aber du könntest jetzt sagen, wenn du Musiker hast, hey, du Musiker, du gehst jetzt in den Tempel und machst da deine Performance, deinen Tanz, deine Musik oder was auch immer. Wodurch der Wert des Raumes dann auch nochmal steigt und die Leute, die da drin sind, glücklicher werden, weil die, wenn die beten, dann vielleicht noch eine coole Performance von einem Zwerg oder einem Besucher haben. Und du siehst schon, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Da fuchst du dich sicher schon rein. Tempel und so werden wir uns auch noch angucken. Ein bisschen Geduld. Erstmal möchte ich ein bisschen grundlegende Industrie haben. Nee, mach keine Barkeeper und so. Das Ding ist, das nächste große Update, was eigentlich kommt, was für Dwarf Fortress geplant war, bevor das mit dem Steam Release überhaupt zur Sprache kam, ist, dass Währung entwickelt werden soll. Und dann ist die Taverne halt auch nochmal interessant, weil du dann quasi Kunden hast, die Geld in deine Taverne bringen. Und dann hat jeder Zwerg eigenes Geld und verdient durch seinen Beruf halt auch Geld, dass er dann für Klamotten ausgeben kann. Momentan ist es halt so, dass ich hier oben irgendwo gleich vielleicht Klamotten herstelle und die Klamotten werden eingelagert und wenn ein Zwerg Klamotten braucht, geht er los und holt sich die Klamotten. Aber Sinn des Spiels würde es dann eigentlich sein, es ist ja noch nur eine Alpha, darf man ja auch nicht vergessen, nach 12 Jahren Entwicklung. Und die Entwickler haben schon gesagt, dass sie noch 30 Jahre locker dran programmieren wollen. Das ist auf jeden Fall deren Ziel. Dass es ein richtiges Währungssystem gibt. Und jeder einzelne Zwerg, den ihr hier seht, ein eigenes Vermögen hat. Dass er für Nahrung, Bier, Klamotten und Luxusgegenstände dann ausgeben will und muss. Was halt krass ist, wenn man sich das vorstellt. Was ist hier alles passiert? Ich muss mal kurz gucken. Es wurden Dinge hergestellt. Lys war auf der Jagd und hat gegen einen Porcupine gekämpft. Wir können uns das den Kampf mal vielleicht kurz angucken. Der fliegende Bronzebolzen trifft das Karnickel am Hinterfuß und der Fuß wurde abgeschossen. Können wir nochmal hingucken. Wir sehen auf jeden Fall kein Blut gerade. Hat das Karnickel vielleicht nochmal Glück gehabt. Das Karnickel springt vor dem fliegenden Bronzebolzen weg. Lys fängt an, das Karnickel auszulachen. Also, ihr müsst euch vorstellen, Lys, unser Zwerg, schießt mit ihrer Armbrust einen Bolzen auf ein Karnickel, trifft das Karnickel und der Hinterlauf fliegt weg. Ja, also, Hinterlauf abgetrennt. Und Lys schreit jetzt quasi, oh, haben sich die Gezeiten gewendet? Oder hat sich, ja, Gezeiten gewendet? Ich lache im Angesicht des Todes. Und dann schießt er noch einen Bronzebolzen los, trifft das Karnickel nochmal an dem anderen Hinterlauf und auch der fliegt weg. Also wir haben jetzt ein verkrüppeltes kleines Karnickel auf dem Boden. Und nein! Und dann schießt sie noch einen Bolzen und trifft das Karnickel in die Zunge. Das Karnickel versucht nochmal vor dem nächsten Bolzen davon zu springen. Moin moin, du Geil. Der nächste Bolzen trifft das Karnickel in den Unterkörper und zerschreddert die Spleenes, glaube ich, Rückgrat. Ja, Spleen müsste, glaube ich, oder Niere? Oh, mal guck, so lernt man Englisch, ne? Man guckt Sachen nach, die man nicht kennt. Spleen, Deutsch ist
Habe ich doch letztes erst nachgeguckt. Spleen ist die Milz. Die Milz. Nicht das Rückgrat, sondern die Milz. Wer ist mal dazu gekommen? Ach, Lüst. Lüst macht coole Sachen, auf jeden Fall. Einen Puff gibt es noch nicht, glaube ich. Nee, aber es gibt tatsächlich, die Zwerge haben alle eine sexuelle Orientierung. Sind entweder Männlein oder Weiblein und können bi oder schwul oder lesbisch sein. So. Okay, auf jeden Fall. Was habe ich jetzt gesehen? Die Milz. Die Milz wurde aufgerissen dabei. Dabei hat sich eine Arterie geöffnet. Das Karnickel wird durch die Wucht des Aufpralls des Bolzens durch die Luft geschleudert. Dann wird nochmal die Vorderpfote getroffen. Auch die fliegt weg. Da wird nochmal der Oberkörper getroffen. Weißt du, überall auf der Karte laufen ja Stachelschweine rum, haben wir gemerkt. Ne? Vielleicht sind das gar keine Stachelschweine, sondern einfach die Karnickel, die Lys mit Pfeilen und Bolzen gespickt hat. Lys sagt danach, nachdem sie den Rabbit dann nochmal getroffen hat, mit einem Bolzen: Ah, ich habe meine Armbrust verbessert. Das ist sehr befriedigend. Das sagt sie sogar gleich zweimal. Ja, einmal, ich habe meinen Crossbow selber verbessert und dann ich habe meine Schussfähigkeit verbessert. Sie hat sich hochgelevelt, während sie das Karnickel durchsiebt hat. Der Bolzen trifft das Karnickel im Oberkörper, reißt einen Muskel auf. Ich weiß nicht, was eine False Ribs ist. Left False Ribs. Ja, auf jeden Fall wird eine Rippe geschattert, also zerspringt in tausend Teile quasi. Eine Rippe zerspringt in tausend Teile. Und trifft das Herz. Eine Arterie wurde geöffnet. Eine Hauptarterie des Herzens wurde durch diesen Angriff geöffnet. Eine Sehne, die durch die Rippe verläuft, wurde zerstückelt. Das Rabbit fliegt wieder durch die Gegend. Und es geht ja noch ein bisschen weiter. Sie hat hier wieder hochgelevelt. Ah, und hier hinten kämpft sie dann nochmal gegen den Porcupine. Okay, da hat sie gleich mit ihrem Blutbad, in ihrem Rausch weitergemacht. Oh. Okay, hier oben schreit Lys sechsmal nacheinander, dass sie aufgeben muss. Oder sich zurückziehen muss. Es kann sein, dass ihr da die Bolzen ausgegangen sind. Das könnte sein, dass sie dann zurückgelaufen ist und sich neue Bolzen geholt hat. Weil davor hat sie mit Bronzebolzen geschossen. Jetzt schießt sie gerade nur noch mit Holzbolzen. Das macht auch Sinn. Im Original Dwarf Fortress. Aber das gibt es hier, glaube ich, auch. Warte mal. Standing Orders. Irgendwo müssen wir hier haben. Standing Orders oder sowas habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Denn wir können irgendwo tatsächlich einstellen, dass die Bolzen, die verschossen wurden, wieder eingesammelt werden sollen. Momentan ist es so, wenn ein Bolzen durch die Gegend fliegt und dann liegt er halt irgendwo rum, dann liegt er da rum. Und eigentlich laufen Zwerge nicht los und sammeln dann Sachen von der Oberfläche wieder ein. Aber das kann man auch umstellen. Standing Orders hier. Unter Labor, unter Arbeit ist das. Standing Orders. Und zwar, ah, guck, hier können wir das machen. Workshops automatisieren ist okay. Das ist alles in Ordnung. Hauling, das ist auch okay. Refuse and Dumping. Worker Safe Corpses Skulls, Safe Bones, Safe, Safe, Safe. Hier. Claim Used Ammunition. Jetzt laufen sie los und sammeln sich Bolzen, die draußen rumliegen, wieder ein. Und das ist sogar geil, das kann man nämlich jetzt nochmal umstellen. Und zwar: Verbiete benutzte Munition, das ist die Standardeinstellung. Wir machen das hier: Verbiete benutzte Munition, während wir belagert werden. Das bedeutet, wenn wir nicht belagert werden, dürften sie eingesammelt werden. Ja, würde ich sagen. Aber ich lasse es erstmal auf Claimed. Wenn wir angegriffen werden und Mauter Belagerung sind, kann ich das immer noch umstellen. Hol deine Toten zurück, hol die Items deiner Gefallenen zurück, sammle auch andere Tote ein. Damit kann man halt einstellen, was alles wo eingesammelt werden soll.
Zum Beispiel ist hier, Arbeiter sammeln Müll ein, aber Arbeiter ignorieren Müll, der draußen liegt. Also Refuse sind so Körperteile und sowas. Könnte ich jetzt sagen, dass sie das auch einsammeln sollen, dann würde zum Beispiel der Knochen, der irgendwo draußen lag, glaube ich, von dem Stachelschwein auch eingesammelt werden. Das mache ich tatsächlich mal an. Ich sage aber, dass die Arbeiter die Überreste von Vermin nicht einsammeln sollen, der draußen liegt. Vermin sind Ungeziefer, das sind keine richtigen Einheiten in dem Sinne, dass die hier auf der Karte sichtbar rumlaufen, sondern man sieht sie nicht, aber sie existieren. Ein bisschen schwer zu erklären, wenn man nicht genau weiß, was damit gemeint ist, aber das sind so kleine Sachen wie Heuschrecken, Ratten, irgendwelche Käfer und sowas. Die werden nicht unbedingt hier eingezeichnet, aber trotzdem existieren sie und draußen natürlich relativ viel. Und wir wollen nicht, dass die Leute rausgehen und tote Ratten von draußen einsammeln und reinbringen in unsere Basis. Das geht mir ein bisschen zu weit. Das wollen wir nicht. Okay, soweit, so gut. Zack, 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 zack. Haben wir mittlerweile schon wieder ein paar Türen gemacht. Ich gucke mal ganz kurz in meinen Lagerraum hier unten. Kleiderschränke, Betten, Tische. Auf jeden Fall sind Tische da. Die Tische stecken wir dann hier oben nochmal rein. Bild, Furniture, Table. Dahin, dahin, da, 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 da. Da, 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 da haben wir schon wieder keine. Und langsam aber sicher füllt sich unsere Taverne. Ist doch schon mal ganz gut. Soweit, so gut. Hier sind immer noch Sachen, die weggeräumt werden müssen. Ganz viele Betten stehen halt noch rum. Aber die sollen jetzt erstmal hier oben meine Buddler die Räume machen. Wie gesagt, wir bauen sehr groß, gerade für den Anfang. Aber das ist alles okay. Kriegen wir schon alles hin. Leute laufen hoch. Da oben entstehen neue Lagerräume. Und da hier quasi meine Schlachter und so weiter arbeiten sollen, wird hier oben dann auch Lagerraum für tote Tiere, für Knochen, für solche Sachen. Das muss da alles hin. So, es werden immer weiter meisterhafte Bolzen werden hergestellt hier. Voll schön. Von Stukos. Ich weiß nicht genau, wer Stukos ist. Soll mir aber auch recht sein. Da! Seht ihr dieses lila Zeug hier? Ist vielleicht ein bisschen schwer zu sehen. Wenn ich spielen, das seht ihr, dass sich das ein bisschen bewegt. Das ist Gestank. Und nicht irgendein Gestank, das ist Miasma. Miasma ist der Geruch, den verdorbene Lebensmittel hinterlassen. Das liegt daran, dass ich hier draußen meinen Schlachter und meinen Tanner gebaut habe, also vor allem der Schlachter. Wenn da irgendwie noch, wenn er nicht aufgeräumt ist und da noch irgendwelche komischen toten Tiere rumliegen oder Einzelteile von toten Tieren, wie ihr hier seht, guck mal, ich habe das jetzt abgerissen und da liegt noch ein, ja, ein Stachelschweinschädel, verrottetes Stachelschweinfleisch, Stachelschweinfett und so weiter, liegt hier jetzt überall auf dem Boden, die Innereien. Das hat gestunken. Und Zwerge, die durch Gestank laufen, kriegen böse Gedanken, also schlechte Gedanken und die werden unglücklich. Deshalb möchte ich das halt nicht mehr hier mitten im Gang machen, sondern das Zeug quasi hier oben in der Ecke irgendwo verarbeiten. Deshalb soll ein bisschen weg vom eigentlichen Geschehen stattfinden. Gleichzeitig aber auch so nah an der Außenfläche, dass wenn man hier jetzt draußen ein Tier von der Weide holt, dass man das nicht durch die ganze 5 Ebenen oder so Festung schleppen muss, sondern das im besten Fall, ne, die werden von hier draußen reingebracht, kommen nach da oben, werden geschlachtet und dann lagern wir eine Etage weiter oben die Körperteile. Das ist so die Idee dahinter. Ja, das wollen wir umsetzen. Gut, guck mal, unsere Dings füllen sich hier auch schon richtig, richtig, richtig fix. Unsere Lagerhallen, die Möbel sind hier schon fast voll. Die Kleiderschränke kann ich gleich mal raushauen. Sind die oben mit dem Buddeln fertig? Noch nicht ganz. Wir machen aber gerade Pause tatsächlich. Wir können immer noch keine Knochenbolzen machen, weil wir keine Knochen haben. Wir haben aber die Tische fertig gemacht. Lys ist immer noch am Kämpfen und am Schießen. Ist auch alles gut. Bauen Furniture Tables. Guck mal, 4 Tische können wir da nochmal hinhauen. Sehr schön, die Taverne wächst und wächst. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Jako Black, welchen Workshop braucht man denn dringend für den Anfang? Hab jetzt eine Still, eine Carpentry und eine Kitchen für den Anfang. Carpentry ist wichtig, ist wahrscheinlich der wichtigste Workshop überhaupt, einfach weil nur in dem Carpentry
du Betten bauen kannst. Dafür brauchst du Holz. Man kann theoretisch auf einer Karte anfangen, auf der es kein Holz gibt. Seht ihr das? Hier liegt jetzt ein toter Emu. Emu. Nicht ein Emu. Ne, weil hier draußen wir unsere toten Tiere noch lagern. Aber das werde ich gleich auch rein. Seno, es rein ist bekommen. Zeit zu speichern. Ja, ich speichere. Hast recht. Speichern wir mal auf 2. Was du noch brauchst oder was ich empfehlen würde, ist der Stone Craft. Ich gucke gleich, wenn ich hier den Ladebildschirm hinter mir habe. Fängst du an? Kriegen Kuss? So. Genau. Ich habe Craft Swap Workshop, damit ich die Sachen verkaufen kann. Ja, da kannst du gut so Handelsware herstellen. Wichtig ist, wie heißt denn der jetzt hier? Stoneworkers Workshop. Weil du siehst hier diese ganzen Steine, die auf dem Boden liegen, die kannst du halt nach und nach alle zu Möbeln wegarbeiten. Also ich würde sagen, Still, das ist die Brauerei für die Versorgung. Ein Butcher, je nachdem, was du kochen willst. Also die Kitchen kann natürlich nur Lebensmittel, das ist die Küche, die kann nur Lebensmittel verarbeiten, aber irgendwie müssen die Lebensmittel ja herkommen. Ich habe zum Beispiel hier auf der Karte einen Jäger, einer meiner Zwerge ist ein Jäger und der geht immer raus und fängt die Tiere, die hier draußen rumlaufen. Und damit ich die aber weiterverarbeiten kann, brauche ich erstmal einen Schlachter, also einen Butcher. Das heißt, wenn du einen Jäger hast, brauchst du einen Butcher. Wenn du eher übers Angeln zurechtkommen willst, brauchst du eine Fishery, wo du die Fische auseinandernehmen kannst und die Schuppen und so weiter entfernen kannst. Und Farmen, wenn du halt Sachen anbauen willst. Da musst du dir quasi einmal überlegen, wo dein... Oh, Milchquarz haben wir gefunden, sehr schön. Da musst du dir quasi überlegen, wo deine Nahrung herkommen soll, weil sonst kann die Kitchen halt auch nicht arbeiten, wenn die keine Rohstoffe zum Verarbeiten hat. Und wenn es noch so ist, ich habe selber noch keine Kitchen gebaut, das machen wir gleich, wenn die hier fertig sind. Wenn das so ist wie im Original The War Fortress, dann funktionieren die verschiedenen Mahlzeiten so, dass du 3 Mahlzeiten hast. Irgendwie Lavish Meal, Good Meal und keine Ahnung, es gibt so 3 Qualitätsstufen quasi. Und der einzige Unterschied zwischen diesen 3 Mahlzeiten ist quasi, aus wie viel Inhaltsstoffen sie bestehen. Eine normale Mahlzeit, die Stufe 1 Mahlzeit, nimmt 2 Zutaten, die nächste nimmt 3 Zutaten und die letzte nimmt, glaube ich, 4 Zutaten. Und das wird zusammengemixt. Und dann addieren sich die Werte der einzelnen Zutaten quasi auf und buffen sich gegenseitig, sodass das Essen immer besser wird. Gucken wir uns tatsächlich gleich mal an. Können wir jetzt ja machen, weil ich kann jetzt hier die Workshops bauen. Und dann gehen wir mal nicht auf Farming. Doch, Farming könnte es sein, ne? Hier. Ich will auf jeden Fall Schlachter haben. Sind die Schlachter echt größer? Ne, hier. Passt. Ich baue hier hinten in die Ecke einen Schlachter, einfach weil, wie gesagt, da kann sich Gestank entwickeln, deshalb will ich, dass das möglichst weit weg ist. Ich glaube nicht, dass ich 2 Schlachter brauchen werde. Ich baue aber 2 Schlachter, einfach weil wir hier überdimensioniert bauen. Ich sag's ganz ehrlich. Braucht man nicht. Ich baue 2. Scheiß drauf. Dann machen wir weiter. Workshops, Farming, was haben wir noch? Die Brauerei habe ich eine Ebene weiter oben, die habe ich hier drüben. Da kann sie auch bleiben, weil da meine Farmen sind. Ja. Gute Frage. Nächste Frage. Ich muss jetzt halt ein bisschen überlegen, wie viel ich hier überhaupt hinbauen will. Ja, ich habe zwar einen Fluss, ich habe aber noch gar keinen Fischerzwerg. Ist aber egal, ich baue 2 Fischerviecher hier vorne hin. Wobei ich, wisst ihr was, ich baue die hier hinten hin. Dann habe ich das Zeug, was tote Tiere verarbeitet, hinten. Ne? Hier werden Tiere geschlachtet, links und rechts hier und hier. Und auf der linken Seite werden Fische auseinandergenommen. Da werde ich dann auch schon mal prophylaktisch Türen hinbauen, damit der Gestank... ich habe keine Türen mehr. Das heißt, ich muss einmal kurz in den Manager und sagen, mach mal bitte Wooden Door. 10 Stück... Machen wir gleich 20. Und Rock Door, mach auch mal 20 Stück bitte. Dass wir 40 Türen nochmal nachproduzieren. Außerdem habe ich schon wieder keine Table und so. Rock Table. Wollen wir auch nochmal 10 Stück erstmal haben, das ist okay. Dann geht es weiter mit den Workshops. Den nächsten Workshop, den ich bauen möchte, ist die Küche. Da werde ich auch 2 von bauen: Farming und Kitchen.
Die baue ich hier drüben. Und dann habe ich quasi hier oben Schlachter, Fischereien, zwei Küchen. Das heißt, alles, was ich aus so toten Tieren machen kann, mache ich dann auch. Aber ich verarbeite die Produkte quasi danach noch nicht weiter. Ich brauche dann nämlich noch einen Tanner, der nimmt sich die Häute der getöteten Tiere und macht daraus Leder. Hallo Schimbo, ey du eins, Oberjochen. Halt die Fresse oder ich hau dir ins Hexen, ins alte Hexengesicht oder wie ging das? Der Text ist so unglaublich gut, aber du hast das sehr gut gemacht gestern. Ich habe ihm die Kopiernudel von Reddit gegeben, wo ein junger Dude, sage ich mal, einer alten Omer hilft, die vom Kontrolleur von 1 Kontrolle her auf den Arm genommen wird. Der Text ist super gut, wenn ihr den nicht kennt, es ist wirklich mein Lieblingstext im ganzen Internet. Mein Miner, der baut nicht mehr ab, weil der mit Schleppen beschäftigt ist. Der schleppt quasi die Sachen von den Workshops weg, der Arme. Wie kriege ich den auf meinen fokussiert? Pass auf, du machst so. Du gehst auf deinen Labor-Menü. Du klickst hier auf Miners, wählst dir den Miner aus und dann klickst du hier, dass hier das eingeloggt ist. Dann macht er nur noch die Aufgaben, die hier hinter definiert sind. Na, also du musst ihn hier auf Rot stellen. Das ist, mach nur das, was ich dir gesagt habe. Oder mach auch andere Sachen, wenn du willst. So, genau, wir brauchen noch Workshops. Wie geht's dir, Schimbo? Alles gut? Du heute schon dran gewesen. Ich mache in einer Stunde Feierabend. Ich kann wieder rüber raiden, wenn du willst. Also meine Mitbewohnerin kocht jetzt. Ich denke mal, noch eine gute halbe Stunde haben wir, bis sie fertig ist. Käselauch, super. Ja. Genau, also jetzt werde ich hier tatsächlich ja, meinen Tanner hinbauen. Das ist, wie gesagt, der aus Häuten dann Leder macht. Dann braucht man noch einen Lederverarbeitungsworkshop, der quasi dann das Leder nimmt und daraus dann Kleidungsstücke macht. Aber das für die Zukunft. Das heißt, ich habe jetzt hier, Tiere kommen rein und werden geschlachtet, Fische kommen rein und werden entschuppt, Fleisch von Fisch oder Tier oder auch was anderes kommt in die Küche und wird verarbeitet und die Häute können hier direkt dann zu Leder gemacht werden. Das heißt, eine Etage weiter oben, hier ist oben, so rum, will ich die Ausgangsstoffe haben. Was überhaupt nicht so viel Sinn macht. Das heißt, ich mache oben über meinen Schlachter und so und die Fischerei, mache ich jetzt hier einen Lagerraum und sage okay. Und in diesen Lagerraum soll rein im Grunde Refuse, aber ich mache den mal auf Custom und gehe hier auf Refuse und dann kommt hier rein Leichen, Körperteile, Schädel, Knochen, Panzer, Zähne, Hörner und Hufen, Haare und Wolle. Ja, und zwar hier von allen Tieren, die das so produzieren können. Ja, das kommt hier alles rein, das AFA rein. Und Leichen. Ist ein bisschen makaber, wenn jetzt einer von unseren Zwergen stirbt oder wenn uns Goblins angreifen und wir Goblins töten, dann würden die hier auch in demselben Lagerraum landen. Na, dann liegt halt, was weiß ich, der edle Schimbolb-Zwerg neben dem erdrosselten Stachelschwein. Aber das ist dann halt so. Mein Gott, ist nicht schlimm. Also alle Leichen dürfen hier auch noch rein. Refuse und Corpse wird hier eingelagert. Das machen wir auf die eine Seite. Dann gehen wir hier raus und können hier draußen unser Lagerraum für tote Tiere einmal wegmachen. Das ist der hier drüben. Da liegt auch schon der Emu und so. Den löschen wir einmal weg, die Zone. Das wird jetzt reingetragen. Und auf der anderen Seite weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Wisst ihr was, das könnten wir tatsächlich anders machen. Wir machen auf die rechte Seite Refuse. Also die verschiedenen Leichenteile von Tieren und auf die rechte Seite hier drüben machen wir dann Leichname von Goblins, Zwergen und so. Ah, ich muss auf Accept drücken. So, akzeptieren, selber machen, Leichen, alles an Leichen darf da rein. So, jetzt haben wir hier zwei Lagerräume. Unter dem Schlachter und so weiter, hier. Genau, wenn die dann hier hochgehen quasi, da reingehen, machen wir hier Lagerräume und da machen wir dann einmal hin, so ungefähr zur Hälfte ist bis da. Da möchte ich einlagern Leder. Glaube ich, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Leder, ich mache erstmal, es kann sein, dass ich mich dagegen entscheide, Stoffe, Leder, Stoffe, Papier und Pergament
Und das war's. Ja, ich glaube, damit bin ich einverstanden. Hier drüben mache ich dann einen Lagerraum hin, hier, bop, bop, für Essen. Da kommt Food hin, und zwar alles an Food, was wir so haben. Wie gesagt, das kann man alles noch ein bisschen mehr micromanagen, aber ich glaube, mal erstmal lasse ich das so. Heute frei, erst morgen wieder, oh, das ist aber auch okay. Soweit geht es ganz gut, das freut mich. Ja, wie gesagt, ich bin umgezogen. Chimbo, guck mal hier, guck mal, Chimbo. Jetzt kann ich nicht reinschmecken. Chimbo, guckst du? Nein, sind die Batterien alle? Nein, sind bloß nicht drin. Hier, so. Guckst du die an, Chimbo. Headshot. Ich bin nicht verrückt. Ich liebe das Teil. Ist zwar nicht so geil, wenn das immer die Kamera trifft, aber das ist mir egal. Dafür gibt es auf jeden Fall mal hier. Den lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Oh komm, Feuerwehr können wir uns auch noch starten. Gehen wir zurück. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Was mir jetzt noch fehlt an. Du hast echt nicht mehr alle. Nee, ich weiß. Was jetzt quasi noch fehlt, sind Edelsteine, Waffen, Rüstungen. Eben hatte ich noch was im Kopf. Ich mache hier mal eben eine Zone hin. Was fehlt denn noch? Edelsteine, Munition, Tiere, genau, Rüstung und solche Geschichten. Also ein bisschen was an Lagerraum brauchen wir tatsächlich noch, aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. Erstmal sollen die hier jetzt die Workshops aufbauen. Das Coole ist jetzt, dass wir jetzt quasi hier drüben ja unsere Taverne haben, hier unsere Küchen haben und momentan wird das Essen halt hier da untergelagert quasi. Was ich jetzt machen möchte... ich will es genau anders haben, wisst ihr das? Die Lagerräume unten können ja nur durch diese vier Treppen da oben erreicht werden. Nur durch diese Treppen. Das ist das, der Lagerraum unten. Den werden wir ändern. Das wird nicht Food, sondern das wird Corpses. Ja, das wird Corpses. Und der auf der anderen Seite, der hier wird Refuse. Da verbieten wir auch mal das alles, was ich hier eingestellt habe. Warum ich das mache, wird euch gleich klar werden. Das verbieten wir und das verbieten wir. Refuse, ne? Auf der anderen Seite hatte ich Corpses. Mal kurz gucken. Corpses und das hier ist Refuse. Genau. Warum ist das nicht das Refuse einfach? Geht auch so, okay. So. Weil das sind die Lagerräume, die weiter weg sind. Diese Lagerräume über unseren Workshops sind zwar ein bisschen kleiner, würde ich behaupten, aber die haben den Vorteil, dass sie näher an der Taverne sind. Und wenn ich jetzt hier Nahrungsmittel lager, können die Leute von der Taverne, ich mache hier gleich einen Durchgang, quasi hier hoch und hier die Treppe hoch, anstatt dass sie ganz nach da oben müssen und sich da was holen, können sie es einfach direkt von da holen. Hallo Blauglut, wie geht es dir heute? Alles gut. Und dann machen wir hier drüben jetzt Leder, Papier, hat damit eigentlich nichts zu tun, aber ist egal. Leder, Papier und Stoffe rein. Mhm. Und dann gefallen mir die schon besser. Jetzt müssen die Zwerge erstmal wieder ordentlich hin und her schleppen, den ganzen Scheiß. Aber ich kann jetzt endlich weitermachen und meine Zimmer hier unten weiter verschönern, weil ein bisschen was fehlt hier ja noch. Und den Rest sollen sie jetzt einmal durchmachen, weil ihr seht das, meine Möbel sind hier unten schon wieder voll. Alles an Möbeln steht rum. Das muss ein bisschen weg. Und dazu werden wir jetzt Bild, Furniture, Kabinett 2N. Ja, also mehr Kleiderschränke bauen. Da kommt noch ein Kleiderschrank hin und da und da und da und da und da. Und jedes Zimmer hier drüben, die schon designt, die schon hübsch gemacht sind, kriegt jetzt erstmal einen Kleiderschrank. Und dann habe ich gesehen, Bild Workshop, nicht Bild Workshop, warte, Bild Furniture Kiste. Hier irgendwo habe ich doch gesehen, dass noch eine Kiste fehlt. Da. Ah, ne, da unter dem Stein ist einer. Okay. Nicht gesehen. Aber der hat definitiv noch keine Kiste. Der hat noch gar nichts, aber ja, da komme ich halt auch erst weiter, wenn... Mal stimmt nicht, Kisten kann ich ja immer schon mal reinpacken. So, ich glaube, jetzt hat jedes Zimmer eine Kiste. Und jetzt dürfen die Zwerge hier weiter schmachen. Wir sind da mal raus für heute. Schönen Abend noch. Chaotiker Nils wünsche ich euch auch. Wir hören morgen voneinander, würde ich sagen. Fantastisch, ich hoffe, dir auch Blauglut. Ja, ich habe vorhin noch ein bisschen versucht, an meinem Computerspiel weiter zu programmieren und habe das noch nicht so ganz geschafft.
Da passieren noch ein paar Dinge, die nicht passieren sollen. Da muss ich nachher noch mal ein bisschen ran. Aber meine Mitbewohnerin ist gerade am Kochen und wenn das Essen fertig ist, werde ich erstmal was essen und dann ist auch gut. Wie lange wird das Stream heute gehen? Bradfan, noch ungefähr 20 Minuten, denke ich. Dann müsste Essen fertig sein und dann will ich in Ruhe Speis und Trank zu mir nehmen. Ne? Handy. Ich werde vermisst. Hort, du weißt, du darfst mich im Stream nicht so ablenken. Das ist fies. So. Worauf warten wir? Eigentlich warten wir noch mal auf ein paar neue Migranten. Ich könnte ein paar mehr Arbeitszwerge gebrauchen, weil momentan wird hier halt auch echt viel gearbeitet. Aber wenn man mal so unsere Base anguckt, sie wächst und wächst und wächst. Wir haben hier unten einen Industriezweig, wir haben da oben einen Industriezweig. Hier unten haben wir die ersten Schlafzimmer. Hier oben haben wir Lagerräume. Da unten haben wir Lagerräume. Und hier oben haben wir sogar eine kleine Farm und eine Brauerei. Wir haben aber kaum noch Getränke. Wir haben nur noch 18 Getränke. Deshalb werde ich mal ganz schnell hingehen und sagen, bitte Aufgabe, Brew, Drink from Plant. Pflanzengetränke, Brown. Machen wir mal, falsches Plus, hier drüben. 20 Getränke oder so machen wir mal eben. Grüße an die Dame des Hauses. Werde ich bestellen, Chaotiker. Mache ich. Und jetzt fängt es gleich an hier schon mit Nahrungsverarbeitung, weil das müsste automatisch passieren. Ich zoome mal wieder ein bisschen ran. Wenn wir gucken, hier seht ihr das hier jetzt, Butcher and Animal. Ist schon, wird auch gerade aktiv ausgeführt. Das heißt, ich speichere mal, bevor irgendwas abstürzt. Und dann gucken wir mal, weil theoretisch die meisten Aufträge in War Fortress muss man extra sagen, dass das jetzt gemacht werden wird, muss, wie stelle Bett her, stelle Tisch her oder so. Das passiert nur, wenn man dem Spiel auch sagt, es soll passieren, wenn man sich einen Workshop auswählt oder sein Manager sagt, der Auftrag soll rausgehauen werden. Es gibt aber auch ein paar Aufträge, die passieren automatisch, zum Beispiel, dass Tiere geschlachtet werden. Jetzt geht das Spiel nicht hin und sagt, ich schlachte mal irgendwelche Tiere, die dir gehören. Aber wenn Lys, unsere Jägerin, ein Tier erlegt, liegt draußen ihr ein totes Tier rum. Und dann kommt automatisch der Auftrag in einen unserer Schlachthäuser an, wie hier, Butcher an Animal. Ja, das quasi, das Spiel sieht, da liegt ein totes Tier draußen rum. Das wäre ja schade, wenn es vergammelt. Ich gebe mal nach freiem Schlachter den Auftrag, er soll sich darum kümmern. Und genau das machen wir jetzt hier auch. Team Killer ist nämlich gerade dabei. Wir zoomen mal zu Team Killer. Und folgen ihm mal mit der Kamera. Und lassen das Spieler weiterlaufen. Da irgendwo läuft er. Zack, zack. Hat sich da was geholt. Und ist jetzt hier im Butcher Shop. Da ist er, der Gute. Hier so ein bisschen links versetzt. Ich weiß gar nicht warum. Da ist er. Und schlachtet das Tier gerade. Das ist seine Aufgabe. Hier unten steht es auch. Butcher and Animal. Das macht er gerade. Zack, zack, zack. Und dann müsste gleich hier unser Miet hochgehen. Wenn es eingelagert ist spätestens. Was macht er jetzt? Hat was weggebracht. Seht ihr? Und jetzt sind wir auf 59 Fleisch. Weil er gerade halt was gekillt hat und auseinandergenommen hat. Genau, Auto-Butcher und Auto-Lumen kann man ausstellen, aber ich würde es halt immer anlassen, das macht halt eigentlich Sinn. Genauso wie, dass er jetzt automatisch Fett herstellt. Ja, seht ihr hier unten, irgendeins der Tiere hatte halt jetzt noch was übrig, jetzt hat er sich ein bisschen Fett geholt, geht damit hier unten in die Kitchen, das ist eine Aufgabe für die Küche und macht daraus jetzt Fett. Und schon haben wir hier oben 61 Food und 59 Meat, wir haben zwar noch keine Fische, aber alles in allem, sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt kann ich in die Kitchen reingehen und hier haben wir, wie eben angekündigt, drei verschiedene Mahlzeiten, die wir machen können. Einfach, gut oder lavish. Ich weiß auch nicht, was lavish heißt, aber das ist halt nochmal besser als gut. Üppig. Ich würde, wahrscheinlich heißt es üppig, würde ich sagen. Ja. Und das wollen wir auch machen. Das heißt, ich gehe in meine Aufgaben und sage meinem Manager, ich möchte lavish Meals herstellen. Und dann machen wir gleich mal 10 Stück erstmal. Und dann gibt es hier gleich mal richtig gutes Essen. So, dann möchte ich meine Taverne noch ein bisschen ausbauen. Ich weiß, meine Butler sind eigentlich gerade unten. Aber ich mache die Taverne direkt ein bisschen größer. Bis hierhin erstmal. Dann kann ich nämlich hier einen Gang durchhauen. Und immer wenn dann einer in der Taverne Hunger hat, kann er quasi hochlaufen, durch diesen Gang laufen, die Treppe hoch. Und sich von hier oben quasi Nahrungsmittel holen, die hier eingelagert sind. Das ist doch dann tatsächlich schon mal ganz cool. Petition. Oh, wir haben eine Petition bekommen. Das erste Mal, dass wir eine Petition bekommen haben. Litast
Craft Letter möchte gerne bei uns einziehen und sich unserer Truppe anschließen. Und die Aufgabe, die er dabei verfolgen möchte, ist für Entertainment für Besucher und Bewohner zu sorgen. Und das können wir quasi sagen, nee, verpiss dich, wir haben genug Leute. Oder ich kann sagen, approve. Und schon, seht ihr das, haben wir da oben eine Population von 26 Leuten. Es ist ein kleiner Unterschied, denn wenn wir jetzt in die Einheiten einmal reingucken, werden wir sehen, dass der hier unten ist, Litas de Rigotlotor, der Poet, der gehört jetzt zu uns. Ist scheinbar sogar ein Zwerg, wir können uns den angucken. 33 Jahre alt, hat zwei Liebhaber und zwei Kinder. Wenn wir uns mal seine Relations angucken, der hat auch viele Verwandte, aber keiner davon ist hier. Keiner von unseren Leuten. Ist halt einer der Besucher, der hat halt gefragt, ihm hat es hier so gut gefallen, dass er gesagt hat, yo, kann ich nicht hier bleiben? Und wir haben gesagt, Homie, bleib hier, wir können dich gebrauchen. Der ist aber halt ein bisschen anders als unsere Zwerge, denn der wird jetzt erstmal nur in der Taverne, im Tempel oder was auch immer wir für Locations haben oder Meeting Areas haben, chillen und sein eigenes Zeug machen. Wir können ihm nicht irgendwie jetzt sagen, du wirst jetzt Holzfäller oder du wirst jetzt Fischer oder so, sondern er macht, was er will. Nach, ich glaube, 2 Jahren ungefähr kann er dann sich für die richtige Staatsbürgerschaft anmelden und dann gehört er zu uns und dann levelt er auch für uns quasi mit und gehört zu uns und dann können wir ihn auch ins Militär stecken und so weiter und so fort. Ja? Also jetzt momentan ist es quasi ja, ein Resident, also ein Bewohner, kein, wie würde man das denn in der echten Welt benennen, ich weiß es gerade gar nicht. Er hat noch nicht unsere Staatsbürgerschaft, kann man sagen. Er hat eine Aufenthaltsgenehmigung, aber keine Staatsbürgerschaft. So würde man das, glaube ich, ungefähr übersetzen können. So, und ich könnte ihn jetzt neu benennen. Das ist die Frage, benenne ich die Leute auch? Weil das wäre jetzt, ja, wenn ich mich nicht täusche. Wer war der Nächste in der Liste? Exalus war es nicht. Exalus war der Letzte. Wir gucken mal ganz kurz nach. Timmy Schwarze. Bist du gerade da, Timmy, und hörst du zu? Ich brauche jetzt mal deinen Input. Ich gucke erstmal, dass ich mich nicht irre, also dass wir noch einen Exalus haben, aber ich glaube, Exalus hatten wir tatsächlich abgearbeitet. Ich will die Leute nicht aus meiner Liste löschen, weil wenn ich die rauslösche, dann und das Spiel stürzt ab oder so, dann weiß ich nicht mehr, welche Reihenfolge das war, deshalb lasse ich die Leute mal alle in der Liste drin. So, Timmy, du hast jetzt noch ungefähr eine Sekunde, um zu antworten, sonst benenne ich den halt einfach nach dir, auch wenn es kein, es ist ein Zwerg, aber es ist halt erstmal nur ein jemand mit Aufenthaltsgenehmigung, aber ich würde sagen, das ist trotzdem okay. So, Timmy, dann wirst du das. Timmy Schwarze. Mit T? Ich meine ja, ne? Nein, ohne T. Okay. Gut, das heißt, wir haben jetzt einen Timmy Schwarze. Chip, chip, und das Spiel kann weitergehen. Und es wächst und wächst und wächst. Hier wird gebuddelt, Taverne wird vergrößert, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Population von 26 Leuten. Schneesturm herrscht draußen, ja, sieht auch echt frostig aus. Türen wurden hergestellt, wir haben Besucher, Lys kämpft, Emus kämpft, wir haben Stibnit gefunden, ist okay. Die verschiedenen Gesteinsarten und so, da liegt ein bisschen dran, was für Erze man daraus gewinnen kann und sowas, da kenne ich mich tatsächlich noch gar nicht so viel aus. Holzlager ist nicht mehr komplett voll und draußen liegt kein Holz rum, deshalb werde ich unserem Holzfäller nochmal sagen, weißt du was. Wenn du schon dabei bist, hack noch mal hier ein bisschen rum. Mach das mal ruhig gerne. Und ich würde sagen, wir können auch damit anfangen, noch mal Aufträge zu verteilen. Und zwar machen wir noch mal Wooden Doors. Aber wobei, wir machen noch Steintüren. 14 Stück, das sollte erstmal reichen. Was wir aber machen können ist, bye. Aus Holz machen wir Radjan. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Tschüss. Aus Holz machen wir mal Figuren. Macht er gar nicht. Ja, eine Figurine wollen wir machen. Die können wir, glaube ich, nicht aus Holz machen, wenn ich das hier richtig sehe. Doch, Wooden Figurine. Also Holzfiguren wollen wir mal 10 Stück hermachen für die nächste Karawane, einfach, dass wir handeln können. Und dann machen wir mal aus Steinkronen. 10 Steinkronen. 10 Stein Zepter. Wobei, da können wir vielleicht auch gucken, ob wir die aus Knochen herstellen können. Ja, Knochenzepter können wir auch mal herstellen.
Und dann vielleicht noch Amulets. Die könnten wir auch aus Knochenamulette herstellen. Und dann vielleicht noch mal Amulets aus Horn. Ich weiß nicht, ob wir Horn haben, aber wir packen es mal einfach rein. Und dann wollen wir mal hier ein bisschen Zeug herstellen, einfach um zu gucken, dass wir auch ein bisschen was zu tun haben. Das ist schon ganz okay. Ja, stimmt, Spielzeuge wollten die, ne? Aber ich weiß nicht mehr, das hat sich geändert, nachdem das Spiel einmal abgestürzt ist. Ich glaube aber auch, das kann man hier irgendwo rausfinden. Okay. Labor. Standing on his kitchen. Ach, guck mal, hier ist das Fenster, was ich gesucht habe. Hier können wir sagen, zum Beispiel Getränke. Wir haben Dwarvenbier. Darf man das zum Kochen benutzen? Darf man also die. Wir haben nur noch 15 Einheiten Bier. Ganz ehrlich, ich will nicht, dass man unser Bier zum Kochen benutzt. Weil das soll zum Trinken da sein. Genauso die Samen. Plump Helmet Spawns sollen nicht. Genau, sind aber auch automatisch ausgeschaltet. Unsere Samen für unsere Farmen sollen nicht weggekocht werden. Sonst haut sich da ein guter Zwerg irgendwie 21 Plump Helmet Samen rein und dann hat unser Farmer, unsere Mutti, nichts mehr, was sie in die Erde drücken kann. Das wäre ja nicht so gut. Die ganzen Fleischsorten aber dürfen verarbeitet werden. Work Orders ist es nicht. Ups. Sehen wir das hier irgendwo? Nein, Objektive. Justice ist auch noch egal. Irgendwo können wir das hundertprozentig rausfinden. Ich weiß bloß noch nicht genau wo. Ha? Ha. Das Objektmenü. Ich will sehen, was die nächste Zwergenkarawane haben will von uns. Also quasi. Ja, ist aber glaube ich nicht da. Ja, unsere Handels. Ah, doch, hier sehen wir es. Hier sehen wir es. Ja, Goblets. Goblets und Figurines wollen sie haben, wenn sie wiederkommen. Da können wir es tatsächlich sehen. Ach, guck mal, da sehen wir auch die ganzen wichtigen Leute. Da sehen wir, wer die. Könige sind, wer die Barone sind und so weiter und so fort. Krass. Siehst du mal. Ha, okay. Ja, also Goblets und Figurines. Dann machen wir noch ein paar Goblets. Wobei ich gar nicht genau weiß, Goblet macht man aus Metall, glaube ich, ne? Das können wir gar nicht machen. Goblets sind quasi Gläser oder Kelche, glaube ich, ist das richtige Wort. Die können wir nur aus Glas herstellen oder aus Metall, nicht aus Holz oder Stein. Und wir haben momentan noch keine funktionierende Metallindustrie. Das heißt, wir machen noch mal mehr Figurines, dann vielleicht noch aus. Machen wir noch mal Holzfiguren. Ist ja nicht schlimm, kann man nicht genug von haben. Und dann nochmal auch Steinfigurines. So, aus Steinen, keine Steinfiguren. Und dann wird da erstmal jetzt ein bisschen gearbeitet. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Da würde ich mich. Dann finde ich die Frage spannend. Haben wir. War das hier Leder und alles? Ja, was ist hier in diesem Workshop alles drin? Kann ich mir das anzeigen lassen? Ja, konnte ich, wenn ich auf Stocks gehe. Nee, ich hatte hier eben noch einen anderen Bildschirm, der nicht interessant war. Places Stockpiles. Haha, geil. Der hier, ne? 12 ist es. Der Custom. Kann ich nicht angucken, was genau da drin ist? Es ist ein bisschen schade, ich kann es nur hier rüber gucken, aber ist okay. Ich wollte gucken, ob wir jetzt Leder haben. Oder wie viel Leder wir haben. Leather.
Ist hier gar nicht aufgezählt, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, befürchte ich. Windows, Weapons, wir haben 20 Waffen, wir haben hier einiges an Armbrüsten haben wir ja schon gebaut. Toys, haben wir noch keine Tools, sind die Schubkarren. Threads, hier, Tanned Hides, die suchen wir. Das ist noch kein Leder, das sind halt die Häute, die könnten wir zu Leder machen. Glaube ich, ja. Ich glaube ja. Oder ist das schon das Leder? Bin ich mir nicht ganz sicher. Noch haben wir ja eh keinen Workshop, der Lederverarbeitung hat. Oh, es wird gespaltet. Wir haben das erste Jahr jetzt durch, es ist Frühling. Genau, Cup ist aus Holz, Mark ist aus Stein und Goblet ist aus Glas oder Metall. Tannet ist schon gegerbt, okay. Tannet ist das Wort für gegerbt, ne? Das ist das englische Wort für gegerbt. Das heißt, wir haben Hides, die sind nicht gegerbt und dann haben wir Tannet Hide und das ist quasi das Leder, ne? Tannet Hides. Genau, es ist ja auch hier, Tannet Hide. Das hat er auch gerade als Aufgabe, das macht er auch. Das ist auch so eine Aufgabe, die automatisch passiert. Wie sieht es bei dir aus? Ich könnte jetzt Feierabend machen. Ist jetzt ein perfekter Moment. Wir sind genau bei einer Stunde und einer Minute und es gab gerade ein Autosave. Von daher würde ich sagen, machen wir jetzt hier Feierabend und starten dann morgen ins zweite Jahr unserer Spielzeit, in das Jahr 101. Ich bedanke mich recht herzlich für euer Dasein und euren Support. Danke für die Abos, die heute reingekommen sind und für die Follows. Schön, dass du dich hast blicken lassen, CJ und Shimbo und natürlich auch die anderen. Und wir werden uns dann morgen gegen 18 Uhr wiedersehen. Voraussichtlich. Vielleicht, wie gesagt, streame ich ein bisschen früher, wenn ich an meinem Spiel arbeite. Ich muss gucken, das ist halt momentan von der Zeit her so ein bisschen Luxus, ob ich daran arbeiten kann oder nicht. Von daher sehen wir das alles morgen. Gehabt euch wohl, euch eine schöne Zeit, gute Nacht und bis morgen.